Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Man of Medan. Und ich wollte mal gucken mit den Sammlungen. Guck mal hier. Ja, sind ganz runter bei der Captain, wa? Also da sind wir ganz schön runtergegangen. Julia sind wir ein bisschen hoch und bei den anderen sind wir noch gleich. Was hatten wir eigentlich an Geheimnissen? Wir hatten noch ein Geheimnis gefunden? Nee, gar nicht. Das war das. Das ist neu, aber das hatten wir doch eigentlich schon im Boot gefunden. Es kam zum Einsatz, das Rettungsboot. Okay. Taucherkrankheit. Also das haben wir gemacht. Gut, ist auch wichtig. Da muss man aufpassen. Haben wir hier was Neues? Ja, wir haben hier was Neues. Laut Brett soll er nachdenken und Alex wirkt beim Tauchgang nervös. Ist das gut oder schlecht? Ach, der wollte ja sich verloben, war? Wollte er das unter Wasser machen und ich habe das verhindert? Ah, das könnte sein. Okay, Schlauchboot. Was hatten wir hier? Hier hatten wir das Ding mitgenommen. Messer bleibt beim Tauchen unbenutzt. Okay. Also es hätte auch eine Möglichkeit geben können, wo wir es hätten benutzen können, ja? Konrad rennt während der Entführung zum Schnellboot. Leider wurden wir erwischt, konnte nicht mit dem Schnellboot fliehen. Danny brachte Alex mit einem Messer an die Kehle ans Deck. Okay, das hätten wir auch verhindern können, oder wie? Sag mal. Wenn er weggekommen wäre, wäre er sicher gewesen und unser Bruder ist auch sicher. Haben wir die jetzt im Grunde schon? Also ihn stirbt er, weil wir ihn nicht mit dem Boot wegbekommen haben? Oder sterben wir alle, weil keiner Hilfe holt? Ist das die Möglichkeit, dass alle sterben? Okay, wir werden sehen, wir werden sehen. Wir machen jetzt erstmal weiter, wir sind jetzt hier im Schiff. J'espère qu'on est les seuls ici. Kommen wir da geradeaus weiter? Nur mal so aus Spaß? Da drüben. Nein, okay. Vielleicht finden wir ja hier auch noch ein paar Geheimnisse, ne? Zum Beispiel da. Oh, war das gut? Kriegen wir das vielleicht unten denn gelesen? Kann ich da? Das Ding ist eine schwimmende Todesfalle. Kann ich zurück? Zurück? Nee, ja, ich wollte ja zurück. Also vorwärts, ja. Das ist auch einer von den Leuten, wa? Hey, hey. Ja, ich wollte ja nur mal gucken, Mann. Lassen aber auch einen Janeschwanz. Da Füße? Hängen da Füße? Hängen da Füße? Wenn ja, sind es Plattfüße. Hallo? Los! Das Armband verloren. Die Tür geht dadurch nicht mehr zu, oder? Kann ich mir die Tür noch mal angucken? Bleib weg! Ja, Entschuldigung, ich wollte nur mal gucken mit der Tür, Mann. Ah, dass die immer so Panik machen müssen, ja? Man kann noch mal kicken, ey. Also an so einem Ort wollte ich bestimmt nicht Urlaub machen. Ist doch romantisch. Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Schönes Poster, sieht doch voll gut aus hier. Also mir gefällt's. Ja, ist doch alles süß hier. Wir müssen hier rein, wa? Er geht nicht rein. Da kommen wir nicht lang, da ist ein Stuhl, wa? Ein Kreuz. War nicht irgendwo, wo jemand so ein Kreuz dafür gehabt? Der Funke hatte es gehabt, ne? Hatte ihn aber auch nicht weiter beschützt, glaube ich.
Pourquoi vous êtes pas d'ici? Je préférerais être n'importe où qu'ici. Là, son vote. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'on va découvrir. Là. Miller. Voilà, voilà. Los! Entschuldigung! Ich wollte nur mal gucken, Mann! Das schreckt mich doch nicht so. Dass man nicht mal gucken kann, ja? Was zum Teufel wollen diese Idioten von uns? Frag ihn doch. Na gut, ich muss da durch. Da kann ich mir nicht angucken irgendwie. Mann, ist hier eine Hitze drin, ey. Und ich habe den Ventilator ausgemacht. Irgendwas quietscht hier. Soll ich mal probieren? Okay. Was hast du denn da geguckt? Du, erzähl mal. Da ist nichts, wa? Nee, zeigt auf jeden Fall nichts an. Ah, blöd, blöd, blöd. Oh, Scheiße! Schreist du wegen einer kleinen Maus oder was? Und wo kommt eine Maus hierher? Oh, was haben wir denn da? Internes Memo. 14. Armeedivision. 15.05. Sie übernehmen morgen Pattersons Wachdienst. Er ist schon wieder krank. Er ist komischerweise immer, wenn er Dienst im Frachtraum 3A hat, Antritt um 24 Uhr. Was? Wenn er diesen Dienst im Frachtraum 3A hat. Achso. Kopie, bla. Schon wieder, das ist das dritte Mal in dieser Woche. Keiner von uns ist gerne da unten. Vielleicht sollte Patterson sich mal zusammenreißen. Nicht meckern. Machen. Just get on it. Okay. Haben wir eingesteckt. Wozu haben wir denn das eingesteckt? Ist das eine so wichtige Nachricht? Also 3, ja? 3a. Ensemble, Jan Port ici. Okay, ihr alle in den Raum. Da habe ich mir fast gedacht irgendwie. Auch wenn ich es nicht verstanden habe. Mein Französisch ist eingerostet. Das Schloss funktioniert natürlich. Es ist dunkel hier drin. Wir brauchen Licht. Oh. Danke. Nett. Dabei haben wir eine Lampe da. Und sogar noch Gas drin. Was nicht verpufft ist oder so. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Ein verlassenes Schiff, die Dumpfbacken haben Angst. Alter, selbst die Dumpfbacken haben Angst. Denkst du, das Schiff ist die Mandschurei, Gold? Wir sind in der Nähe dieser Koordinaten. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Ich bin zu schwer verletzt. Es ist gefährlich. Ja, Mann, dem rostigen Kahn fehlt eine Tetanusspritze zum Ozeanboden. Wir haben schon versucht zu fliehen. Das ging nicht wirklich gut. Wir müssen zurück zum Boot und Brad finden. Was ist mit ihm? Keine Ahnung. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Das kleine Boot haben sie abgemacht, wa? Können wir es kurz schließen? Warum schließen wir ihn nicht kurz oder so? Verteilerkappen kann man nicht überbrücken, okay? Diese Arschlöcher wissen genau, was sie tun. Während diese Typen nach Mandschurei-Gold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Fliss, ich wollte nur sagen, dass das vorhin war wohl ein Missverständnis. Wie bitte?
Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest, aber ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also, ja. Ich übersetze das mal. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich... Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Cool. Cool. Okay, alle cool. Wir können uns hier ein bisschen umsehen. Wenn die mich mal lassen würden, was ist das hier? Warum das wohl abgerissen wurde? Ah, Wuffi! SS. Wie wir sagten, das wird ein nettes Abenteuerchen. Stand da was im Kleid drauf? Gibt das eine Rechnung mit Einzelposten für all die, Da ist noch was? Ja, Entführung 750 pro Kopf. Extrazeit 350 pro Stunde. Eure dämlichen Streitereien ertragen. Darauf komme ich noch zurück. Fräulein G. Rivera, Apartment 2, 265, Lookwood Drive, bla bla bla. Hallo meine Süße, ich vermisse dich so sehr. Doch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. Ich habe mit den anderen Jungs Landgang. Wir haben ein paar Bier getrunken, aber keine Sorge. Ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen, aber ich fühle mich hilflos, weil ich so weit weg bin und dich nicht beschützen kann. Klasse! Von allen möglichen Orten starb ich auf einem Geisterschiff. Ja, so ich auch. Beim Wachdienst in der Laderaum habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Es ist dunkel und unheimlich da unten. Einige der Jungs haben da eine Gestalt herumschleichen sehen. Aber ich trage dich immer bei mir. Deshalb wird mir nichts passieren. Schon bald bin ich bei dir. Dann suche ich mir einen Job als Mechaniker und wir können heiraten und 2 Kinder bekommen. Wir werden für immer zusammen glücklich sein. Liebe Müller X. Okay. Wie romantisch. 2 Kinder. Keins mehr. Da haben wir noch was. Da haben wir noch was. Da haben wir noch was. Eine Brücke. Echt unheimlich. Genial. Aber mit dem können wir sie nicht. Was sollte die Brille? Und die Tasse sah lecker aus, wa? Hier noch irgendwas? Nee. Können hier an der Tür noch gucken? Will ich nicht. Was ist da hinten? Da blinkelt auch was. Was ist los? Wir leben unser Leben, Conrad. Was davon noch übrig ist. Ich habe einen Brief gefunden. So ein Typ hat seiner Freundin was über all die Geister auf dem Schiff geschrieben. Geister? Ja, ich meine... Hier gibt's doch keine Geister. Oder? Hoffentlich bleiben uns die Geister erspart. Mir reicht das so schon. Okay. Ein Typ beschwert sich über einen anderen, dass der krank spielt, damit er einen Laderaum nicht bewachen muss. Ich schätze, er war wohl ein Wiederholungstäter. Klingt so, als hätten es alle hier unten gehasst. Tja, und die Moral ist, Finger weg von Laderäumen, in denen es spukt. Ach ja? Vielleicht wollten sie bloß nicht da unten arbeiten. Ja, oder es gibt da Supergeister. Das ist... Was? Geister, aber in 16 Bit. Genau, aber keine Ahnung, was du meinst. Supergeister. Klar, bleiben wir einfach ruhig und suchen einen Weg hier raus. Wenn ich nur wüsste, was diese Fischer wollen... Geld, ne? Die Volltrottel wollen bestimmt bloß mit dem Mandschurei-Gold schnell Kohle machen. Das existiert vielleicht gar nicht. Was, wenn sie überhaupt nichts finden? Dann sind wir am Arsch. Also, was tun wir?
Wir haben zwei Optionen. Wir wollen die Abenteuer, oder? Abhauen wäre wohl besser. Aber ich weiß echt nicht wie. Okay, also von hier aus kriegen wir nichts gebacken. Wir müssen uns umsehen und nach einem Ausweg suchen. Okay, klar. Bis später. Machen wir ja. Aber erstmal habe ich eine Landkarte gefunden. Nein. Warte. Das sieht nach dem Ausgang aus. Ich dachte, das wäre die Landkarte. Ich wollte aber noch rausgucken, ne? So, hier kommt nichts. Kann ich mit der eigentlich auch quatschen? Nee, ne? Das ist sowas von überhaupt nicht. Meine Schwester redet nicht mit mir. Mal gucken. Schwer, die Explorer, das hat die Maschine. Danny, tu fouilles les soutes. Les soutes? T'es sérieux? T'as vu l'endroit? Ça tombe en ruine, Olson. Et j'ai pas les outils pour y arriver. Fais ce que je te dis. Et c'est tout. Va te faire foutre. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Arrêtez ça. Ta gueule, Junior. Tu restes ici et tu surveilles les prisonniers. Prisonniers? On est en prison? Charmant. On sera bientôt riches si vous la fermez. Et si vous faites ce que je vous dis de faire. Il y a quelque chose qui cloche ici. Je sais pas, cet endroit est bizarre. Olson, on devait seulement les voler et là on se retrouve coincé sur ce rafio de merde qui pue la mort. Et on a des prisonniers? Ça va trop loin, tout ça. Vos gueules! Fermez-la tous les deux. Je suis votre capitaine, et je vous ordonne d'obéir à mes ordres. Sie sind sich sehr einig, habe ich das Gefühl. Sehr, sehr einig. Okay, aber mehr können wir jetzt hier nicht machen, also bleibt noch diesen Schrank hier zu. Ah, halt! Wir haben noch eine Zeitung, die wir nicht gesehen. Was ist hier passiert? American Overseas Bandenmord, Mord von 1947. Also der Krieg war vorbei, ne? War da auch schon der Krieg gegen die Japaner vorbei? 47? Ich weiß es gar nicht. Archäologen im Irak vermisst. 24 britische Archäologen sind im Zagros Grabin in Irak verschwunden. Die Hortgens-Expedition traf letzten September im Königreich ein und war nach eigenen Angaben den Relikten. Mehr kann ich nicht machen. Okay, also. Wolltet ihr denen noch sagen? Nein. Warte mal, stand da das Boot? Nee, stand nicht. Okay, dann bleibt nur noch der Ausgang hier, oder? Oder wir können uns hier vielleicht mal irgendwo drehen. Nee, geht nicht. Nee, hier ist überhaupt nichts da auf dem Boden, ist nichts. Nein, da haben wir überall. Okay. Also, wir... Ich finde, schneller laufen tun die nicht irgendwie. Warum bist du jetzt hier drinnen? Na gut. Dann mal sehen, dass wir das hier weggezogen kriegen. Aber ich muss sagen, die Quicktimes hätten so per Maustaste machen sollen. Nicht hier WADS und so. Wäre besser gewesen. Hey, guck, was ich gefunden habe. Da guckst du? Ach, Entschuldigung. Ist spät. Ab. Soll ich nochmal rausgucken? Okay, er macht die Hand da draußen. Er ist weg, oder wie? Nee, da steht er. Komm und schau mal. Ja, ich schau mal. Warte mal. Dachte, ich guck mal kurz nach unserem Bewachern. Nicht, dass der was mitkriegt. So, ich schaue. So, ich schaue. Was gefunden? Ich kriege ihn nicht auf.
Hierher. Vielleicht können wir ihn aufbiegen und abhauen. Wow, wow, wow. Wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Finden wir es raus, es kann nur besser werden. Wo wir auch landen. Es kann nur besser werden. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Oh ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Ja, klar. Immer Ecke. Obwohl, der hat eine Waffe, wa? Ja. Hey, hey. Ah, sie hilft. Das ist eine gute Idee. Ich hab schon wieder die falsche Taste gedrückt, Mann. Waffe, ne? Scheiße. Scheiße. Der ging mir gerade zu schnell. Sind wir nun sicher? Wir müssen jetzt weiter. Nein, scheiß drauf. Wir müssen Fliss holen. Sie wurde wegen mir geschnappt. Niemals. Keine Heldentaten. Wir müssen schnellstens ganz weit weg. Was bist denn du für ein Arsch? Du hast recht. Nee, hat er nicht. Er ist ein Arsch. Und zwar ein riesengroßes. Ich gehe hier lang. So, hast du da... Oh. Staub. Oh, hat doch was zu lesen. An die gesamte Mannschaft, Regeln zum externen Wachdienst. Aufgrund der Spezialsicherheitsvorkommen und die Mission müssen diese Zusatzläufe von Soldaten im Wachdienst befohlen werden. Doppelte Wachposten an alle Türen und auf Rundgängen, keine Gespräche, keine Beklagung. Ablenkung, Entschuldigung. Keine Zigaretten, kein Alkohol, kein Spiel. Wachen, die diese Regeln missachten, müssen mit strengen Bestrafungen rechnen. Bis zur und inklusive der Anklage vor dem Militärgericht. Auf Anforderung von Captain vor Ort. Leute, niemand betritt 3A. Ganz ernsthaft, niemand. Also 3A ist nicht gut. 3A scheint tatsächlich ein Problem zu sein. So, die beiden anderen Toteltörpchen sind vorgelaufen. Und ich habe natürlich wieder den Quicktime-Event voll verkackt, ne? Mit dem Atmen da. Das ging auch diesmal voll schnell irgendwie. Und ich glaube, es war nicht die beste Sache, den Tisch davor zu ziehen. Vermute ich einfach mal. Ich weiß es nicht. Könnt es mir ja in die Kommentare schreiben, falls ihr das irgendwo anders gesehen habt und das besser lief als gerade eben. Na gut, ich sag mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.